Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Heute gibt es seit langem mal wieder ein nachkommentiertes Fortnite-Video und zwar habe ich hier zusammen mit dem Lion Snipes gezockt. Das ist, falls ihr es nicht wusstet, Visca Barsas, also Antons Mitbewohner. Das ist also quasi nach mir und Massi Antons dritter Mitbewohner, Freunde. Und mit dem bin ich ja auch sehr, sehr gut und wir haben ein bisschen gezockt. Der zockt auch immer sehr gerne Fortnite und deswegen gibt es jetzt dieses Video. Es hat auch einen besonderen Grund, habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Jetzt war erstmal hier die Mega-Struggle-Situation, weil er war nämlich jetzt hier gestorben und da dachte ich schon, das war es komplett. Ich habe auch voll erst keinen Kill gemacht. Ich hasse das, wenn ich am Anfang keinen Kill mache. Dann spiele ich immer gar nicht richtig, ärgert mich total. Aber habe ich dann hier noch ganz gut ausgeglichen und am Ende ist es dann, kann ich schon mal verraten, ein Sieg geworden. Wie viele Kills sind, werde ich jetzt aber nicht sagen. Es ist jetzt nicht ultra krass, aber dafür, dass ich seit 3 Monaten jetzt die erste Woche mal wieder gezockt habe und hier ist übrigens richtig das Struggle gewesen, war es dann eigentlich ganz okay, weil einfach ein paar coole Szenen dabei waren und hier habe ich gerade gebaut wie der kleine letzte Bastard, aber egal. Das heißt, dafür, dass ich jetzt 3 Monate nicht gezockt habe, steigert sich das. Ich habe die Woche richtig hart gesuchtet, schon hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, diese Woche zu zocken und dafür geht das Gameplay am Ende halt klar. Ja, ich finde, dass ich in diesem Spiel die neue Todeskombination ausprobiert habe, beziehungsweise ich habe die 1000 Mal schon gespielt jetzt in den letzten Tagen, aber es kam nie eine coole Runde mehr rum, deswegen habe ich jetzt einfach mal diese Runde genommen, während ich hier den Charco getötet habe. Ich habe jetzt auch mal wieder den Streamer-Modus ausgemacht, da seht ihr jetzt auch mal wieder, wie meine Gegner heißen, für den einen oder anderen, den es interessiert. Ich habe es ja vorher immer diesen Streamer-Modus angehabt, weil der mich immer mega geärgert hat, zu sehen, wie die Tryharder-Gegnernamen hießen und so. Ihr kennt mich ja, da bin ich ja so ein bisschen ein psychisches Wrack manchmal. Aber ja, also, was ich erzählen wollte, ist an dieser Stelle erstmal hier schön gefinisht, Leute, da bin ich manchmal eklig. Ich dachte irgendwie, vielleicht kommt der Typ ja noch, aber wenn er nicht kommt, dann muss man einfach finishen. Und ja, ihr seht schon, ich habe jetzt hier eine Pumpgun in der Hand. Diese Pumpgun ist auch ein wichtiger Teil der Todeskombination. Aber es ist eben nicht nur die Pumpgun, sondern es ist auch eine andere Sache, die gleich zum Einsatz kommt. Die ich den natürlich wegnehmen und ich weiß nicht, hebe ich sie jetzt schon auf, die neue Waffe? Ich weiß es nicht. Erstmal natürlich die blaue Pump und... jetzt suche ich wahrscheinlich schon danach, beziehungsweise ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich in dieser Runde überhaupt einmal gemacht habe. Das ist nämlich das Traurige, weil ich hatte immer geile Runden, wo ich das sozusagen ausgetestet habe, aber dann war es am Ende nie ein Win oder so, deswegen hat es nie gereicht. Aber, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, ich rede schon wieder sehr, sehr viel um den heißen Brei. Leute, es geht darum, dass ich finde, es gibt jetzt etwas Besseres als Double Pump. Und das ist für mich zurzeit wirklich die Shotgun, also die ihr jetzt seht. Die könnt ihr aber theoretisch auch durch eine andere Shotgun ersetzen. Also man könnte auch die epische nehmen, zum Beispiel die schwere Schrotflinte. Oder man nimmt jetzt hier die taktische. Ich finde, mit der hier ist es aber am besten, weil die halt mit dem ersten Schuss am meisten Damage reinhaut. Und zwar ist es die Mischung aus dem neuen Trommelgewehr, also dem der Tommy Gun, wie ich sie nenne, weil die einfach aussieht wie eine Tommy Gun, und der Schrotflinte, Leute. Und zwar... wenn ihr in einen Gunfight kommt, macht es für mich gerade übertrieben viel Sinn, nicht mehr mit 2 Shotguns zu gehen im Nahkampf, wenn jemanden pusht, sondern mit der Shotgun und als zweites der Tommy Gun. Also ihr switcht dann natürlich, weil die Shotgun kann ja auch, man kann sich ja auch gar nicht mehr ganz auf die Shotgun verlassen. Also wenn der Gegner 200 Leben hat, dann kannst du sowieso nicht mit einer einzigen Kugel den Kill machen. Und deswegen ist es dann ganz wichtig geworden, eigentlich dort auch mal mit der zweiten Waffe zu schießen, was halt im Normalfall die Shotgun ist, die taktische oder die schwere, je nachdem wie man das baut. Oder viele machen ja auch irgendwie, so wie ich jetzt hier gemacht habe, mit der Pistole geht es auch oder es geht auch in der AR. Aber ich finde, die Tommy Gun, da sie im Nahkampf einfach eine kranke Feuerrate hat und auch auf Range noch gut funktioniert und sogar teilweise richtig krass eine Base zerstören kann, ist die Mischung aus der Shotgun und der Tommy Gun sehr effektiv. Weil wenn du den ersten Schuss nicht triffst, oder der Gegner sich zubaut oder sonst was, hast du einfach die Chance, mit der Tommy Gun noch das ein oder andere Mal so ein bisschen nachzulegen und noch ein bisschen Damage zu machen. Hier im Übrigen habe ich einfach Bock gehabt, den einfach ein bisschen zu beschmeißen da oben, den Kollegen. Ihr seht vielleicht auch, dass ich ein bisschen aufs Gameplay geier hier nebenbei. Also ich schaue mir das Gameplay nebenbei an. Ich habe es auch noch nicht so oft geschaut, deswegen nicht wundern. Im Übrigen hier, warum ich hier den Kuschelbeauftragten spiele, im Übrigen hier sehr, sehr schlecht von ihm gemacht. Und gleich wird richtig lustig, weil der eine Gegner sich positioniert hat. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe den Kuschelbeauftragten genutzt, weil sich viele von euch gewünscht haben, dass ich den benutze und im Stream sich das gewünscht haben, deswegen habe ich den jetzt hier sozusagen am Start. Und jetzt habe ich hier das eigentlich fast schon perfekte Setup. Natürlich würde auch eine goldene Scar oder die blaue Pump oder die blaue Tommy Gun würde natürlich auch funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob es hier in Lila gibt, ich glaube aber nicht, oder? Ist aber auch egal, nee, die gibt es glaube ich nicht in Lila. Ist, wie gesagt, egal. Ich würde sagen, dieses Setup kommt schon nah an Perfektion dran, denn wir haben hier... Dieses Shotgun-Tommy-Gun-Setup, was einfach so gut funktioniert, ihr werdet es vielleicht noch sehen. Jetzt guckt mal bitte, wo der Typ sitzt. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass er sich nicht geschämt hat. Da hinten einfach. Und da seht ihr auch, da habe ich es mal gemacht, zum Glück, Leute. Dieses ganze Ding einfach mal ausprobiert. Es ist noch ein Scar hier, die habe ich jetzt gleich für den Timo mitgebracht, weil der natürlich noch keinen Scar hat zu dem Zeitpunkt. Und jetzt habe ich meine 5 Kills hier gerade gemacht.
Das heißt, ich habe, wie gesagt, das Gameplay auch später gestartet, weil vorher habe ich einfach keine Kills gemacht, das konntest du dir gar nicht angucken. Ich rede schon wieder extrem schnell. Wer im Übrigen nicht weiß, was ich hier mache, weil er nur Live-Fortnite-Videos kennt, ja, also früher habe ich schon immer sehr, sehr gerne bei COD nachkommentiert, einfach weil ich einfach was dazu erzählen hatte, so wie jetzt in dem Fall, dass ich jetzt hier diese Kombination für mich entdeckt habe. Und deswegen, nicht wundern, dass ich da immer ein bisschen Double Time, das ist schon immer mein Stilmittel gewesen und deswegen macht mir einfach Spaß. Ja, ganz easy XP, Leute. Ihr seht schon, es leben jetzt hier immer noch 28 weitere, das heißt, wir hatten noch einen weiten Weg an dieser Stelle vor uns. Wie gesagt, ich bin ja im März, habe ich ja jeden Tag richtig krass Fortnite gezockt, hier habe ich übrigens gerade ihm seinen Scar hingeworfen. Dann bin ich umgezogen im April. Deswegen habe ich das Ganze dann immer so ein ganz kleines bisschen aus den Augen verloren, bis jetzt halt der Juli angefangen hat und ich einfach gesagt habe, ganz ehrlich, macht es einfach, wieso habe ich nicht weitergespielt? Mir macht total Spaß, das Spiel. Natürlich habe ich viele Events gehabt und ich bin immer sehr viel unterwegs. Das ist vielleicht auch so eine Sache, weswegen ich gar nicht so extrem viel zocke. Ich bin halt wirklich immer sehr, sehr, sehr viel unterwegs, Leute. Das soll gar keine Ausrede sein, es ist halt einfach so. Aber jetzt gerade habe ich so extrem Bock gehabt hier und jetzt mache ich es wieder. Hier zack, zack, zack und es funktioniert einfach gut. Es ist einfach nice. Es ist einfach nice. Oh, jetzt kommt übrigens gleich, fällt mir auf, mein Jagdgewehrkill, auf den ich mich... Ich hatte den vorher angekündigt, Timo ist auch komplett ausgerastet, weil ich sage so, jetzt mache ich einen Jagdgewehrkill und ich mache ihn dann einfach auch. Richtig, richtig fresh auf jeden Fall. Da hinten ist nämlich der Typ. Ich dachte mir ganz ehrlich, weil er mich jetzt hier anschießt, bin ich sauer geworden. Ich dachte mir jetzt, egal was passiert, der Typ wird jetzt mit dem Jagdgewehr geholt. Und ihr seht schon, ein bisschen am Struggeln bin ich jetzt hier noch gewesen, aber den Kill lasse ich mir gleich nicht nehmen, das sage ich euch schon mal. Und ja, ihr seht ja, ich bin immer mit Ehrgeiz dabei, ihr wisst es ja auch schon, ihr kennt mich ja schon, dass ich keine halben Sachen mache, wenn schon, soll auch mal ein cooles Gameplay dabei sein. Jetzt ist hier der Scharfschützengewehrkill, ihr seht auch oben links die Herausforderung, das heißt, davor habe ich noch nicht viele gemacht in dieser Season. So gut wie, ich will gar nicht sagen, noch gar keinen einzigen vorher, aber doch, es war tatsächlich vorher kein einziger. Und ich mache keine halben Sachen, hat einfach mega Bock, hier diese Runde zu erspielen und ja. Ich muss natürlich dazu sagen, ich war vorher immer so der Only-Solo-Spieler, weil ich da einfach bessere Ergebnisse erzielt habe. An Team traue ich mich auch nicht wirklich dran. Also wenn ich jetzt Team spiele, Leute, das ist für mich einfach, keine Ahnung, es ist mir zu kompliziert irgendwie. Also Solo-Squads würde ich jetzt nicht unbedingt spielen, weil das ist teilweise so kompliziert, da irgendwie gut zu sein und teilweise bist du da hart gepusht und so die ganze Zeit. Und jetzt ist wieder so eine Szene, so eine Marcel-Szene. Guck mal gleich an, wie hart ich den einen Typen anschieße, aber er stirbt einfach nicht. So, der ist jetzt direkt gestorben, das wäre natürlich nice, wobei... Doch, ich glaube, jetzt schieße ich ihn nochmal richtig hart an, oder? Leute, also, sorry, aber wie frech war das jetzt, dass er so viel geschluckt hat? Jetzt mal ohne Witz, Leute. Da habe ich Timo gesagt, push ihn, komplett ausgerastet. Hier kommt die Nate von ihm rein. Und ja, da habe ich jetzt meine 8 Kills an dieser Stelle hier gehabt. War auf jeden Fall bis hierhin schon mal eine ganz vernünftige Runde, würde ich mal sagen, Leute. Am Ende, wie wir gewinnen, ist auch richtig, richtig knapp. Und was ich noch sagen wollte, ja, jetzt muss ich aber sagen, du macht auf jeden Fall vom Spaßfaktor wahrscheinlich am meisten Spaß, aber ich bin nicht so erfolgreich wie Solo, sage ich jetzt mal. Also Solo mache ich eigentlich jede Runde, meine Kills konstant, aber im Team macht es einfach Spaß, sich abzusprechen, so, da hinten ist einer, wo, und dann, es ist einfach geil gemacht und ich finde Fortnite macht, ich meine, Monte war zum Beispiel jetzt in den Trends mit einem Video, was Fortnite alles falsch macht. Ich fand es interessant auf jeden Fall, aber man muss auch sagen, an sich hat Monte ja auch gesagt, macht das Spiel aber sehr, sehr viel richtig und es macht mir einfach auch gerade Spaß. Und ich weiß, es wird immer die eine oder andere Stimme geben, die sagt, mach doch mal mehr COD. Aber der COD-Mai hat mir einfach bewiesen, dass es mir zwar noch Spaß macht, aber auch nur mit jemand anderem zusammen und meine ganzen COD-Jungs spielen halt entweder gerade kein COD oder spielen halt Fortnite und ich will einfach mit meinen Freunden zocken und deswegen ist gerade einfach Fortnite. Da hinten habe ich gedacht, Digga, was bauen die da hinten? Ich liebe es auch, wie ich meine Sätze immer nicht zu Ende sage. da dachte ich mir, Fortnite ist mal wieder am Start, ist angesagt und ich glaube, ich habe jetzt schon wieder in diesem Video mehr Worte benutzt, als andere Leute den ganzen Tag sagen, weil ich mal wieder so am Double Time bin, Leute. Morgen kommt im Übrigen das zweite Gruppenspiel im United World Cup, ist wieder genauso legendär geworden wie das, was ihr gestern gesehen habt, würde ich schon sagen. Und am Sonntag kommt dann noch mit Timo eine Live-Runde Fortnite und Montag habe ich eine Challenge gemacht und zwar habe ich angetrunken Fortnite aufgenommen, auch auf jeden Fall ziemlich witzig geworden. Wie gesagt, die Kombi habe ich jetzt in dem Video gar nicht so oft ausgepackt, ich habe es live aus einem oder anderen Mal versucht, aber es hat nie so gut geklappt, wie ich es mir gewünscht hätte, deswegen nehme ich jetzt einfach dieses Gameplay, weil ich dann wenigstens auch vernünftig reden kann, weil mir fällt immer auf, wenn ich live Fortnite aufnehme, wie wenig produktives Zeug aus meinem Mund kommt, weil ich halt immer so hart am Tryharden bin. Deshalb dachte ich mir, ich erzähle euch mal so jetzt in diesem Video, wie gesagt, also diese Mischung, sie gefällt mir einfach krass gut, weil du halt einfach dadurch quasi diese gesamten Vorteile beider Waffen ausspielst. Du machst erstmal einen richtig dicken Schaden mit der Shotgun und sogar wenn er sich dann einbaut, kannst du eigentlich immer noch ganz gut kontern. Hier habe ich einen kleinen Bauautismus am Start und dann diese Tommy Gun, Leute, ohne Scheiß jetzt. Allein der, ich weiß nicht, ob der Gun-Sound es für mich ausmacht, aber diese Waffe fühlt sich einfach auch so strong an. Sie fühlt sich einfach richtig nice an. Hier hat Timo gerade richtig gut Arbeit geleistet, hat hier noch 2 Kills gezogen. Und jetzt waren wir an der Stelle, wo ich dachte, okay, Marcel, die Runde holen wir jetzt auf jeden Fall. Hier der mega dumme Fallschaden. Jetzt achte mal bitte, was ich jetzt mache. Jetzt. Dieser Fehler. Zack.
Und ich wusste, ich bin zu hoch. Und trotzdem dachte ich mir, wenn du auf die Kante springst, dann geht's vielleicht. Hab mit 5 HP überlegt und direkt auf dem... Also sorry, wenn das kein Schicksal war. Direkt auf dem Jug-Jug gelandet, Freunde. Der wird erstmal direkt reingeschlürft, so wie das sein muss. Jetzt habe ich mir den Granatwerfer hier aufgehoben und dann habe ich gemerkt, dass der Timo gehört. Auf jeden Fall auch geil. Aber Granatwerfer ist für mich auch so eine Waffe, mit der komme ich einfach teilweise nicht so gut klar. Manchmal komme ich damit komplett krass klar. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass der auch eine Todesfalle ist. Weil wenn man eine gegnerische Base sieht und denkt, man sprengt die jetzt und man macht einen kleinen Fehler, Leute, dann ist es komplett schwierig. Zum Beispiel, ihr werdet auch sehen, wie ich am Ende sterbe. Also Timo holt die Runde am Ende alleine und wie er sie holt, ist wirklich krass. Also das muss man ihn auf jeden Fall lassen, Leute. Checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal ab, Leute. Jetzt habe ich zum Beispiel gewusst, hier ist noch ein Gegner und ich glaube, den hole ich jetzt auch. Jetzt erstmal Bau Autismus, komplett dumm. Jetzt habe ich das hier gebaut und habe mich jetzt hier hochgebaut nochmal und dachte jetzt, okay, den Kill müsstest du jetzt eigentlich kriegen. Ja, da habe ich ihn auch bekommen und da hinten ist noch ein Gegner. Jetzt habe ich veraimt wie ein kleines Stück Scheiße, habe ihm eine Kugel gegeben. Also das ist mit dem Aim, läuft eigentlich gut, aber hier gerade war auch keine Ahnung. Also das war noch nicht meine beste Form sozusagen. Jetzt so, das habe ich ja gestern erspielt, so heute hat sich nochmal einiges getan, einfach so vom Bauen her und so auch. Klar, manchmal bin ich auch noch getrappt und so, aber wie sich das jetzt teilweise weiterentwickelt hat, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt habe ich hier gerade meinen 9. Kill gemacht und es haben zu dem Zeitpunkt noch 2 Gegner gelebt. Und wir wussten, okay, die werden schon in der Zone sein, weil die nämlich davor schon eine Base auf das die gebaut hatten. Und dementsprechend hatten sie genug Zeit weiterzulaufen. Und wir wussten, okay, jetzt oder nie. Wir holen uns jetzt diesen scheiß Win, haben wir uns hier gedacht. Ich hatte 9 Kills zu dem Zeitpunkt, Timo hatte 6 Kills. Und wir dachten, okay, komm schon, das muss ja jetzt irgendwie klappen. Die Zone hat aber schon gemoved, da habe ich natürlich wieder Nasenblut und Deluxe gehabt. Und jetzt sehen wir das. Was ist das da hinten? Eine riesige Base natürlich. Genau so haben wir uns das natürlich nicht vorgestellt. Das sollte nicht dort sein. Aber ich bin auch gleich richtig hart am Verkacken, weil ich jetzt hier, warum auch immer, dachte, ich muss jetzt hier Superman sein und ich gebe ihm zum Glück diese 2 Kugeln. Es wird auch alles noch wichtig sein später, dass ich ihm diese Kugeln gegeben habe, war wichtig. Jetzt habe ich leider auch meine ersten Kugeln selbst kassiert und ja, habe jetzt natürlich hier gedacht, okay, wie machst du das jetzt? Weil jetzt kamen nämlich diese scheiß Granaten und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt schon durch die Granaten sterbe. Jetzt kommen nochmal harte Schüsse hier kassiert, richtig ärgerlich. Jetzt brauche ich mir zwar noch eine Base, aber theoretisch bringt es eigentlich nicht mehr so viel, weil natürlich auch die nächsten Granaten in meine Richtung kommen würden. Das wusste ich natürlich auch schon. Jetzt noch schnell hier aufgemacht, aber die Granate holt mich. Und ich bin auch direkt komplett eliminiert. Und jetzt guck mal, wie Timo diese Runde holt. Den einen hat er da keine Ahnung wie geholt. Ne, hat er noch nicht mal. Jetzt leben immer noch 2 Gegner. Und er hat es einfach jetzt... Ich habe die ganze Zeit gedacht, das war's. Also ich dachte, wir können diesen Win eigentlich gar nicht holen. Und er wurde hier ziemlich hier gepusht. Und das war eigentlich so der Fehler der Gegner. Weil wären sie geduldig geblieben, hätten sie sicherlich die Runde geholt. Aber jetzt hat Timo etwas Zeit, sich hier zu orientieren. Und schießt jetzt erstmal da hinten rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich die Granaten schon im ersten Kill machen. Auf jeden Fall ist hier mächtig der Druck am Start. Der erste Gegner ist dort und Timo holt ihn hier Weltklasse mit der Scar. Und es ist noch einer da und er wusste, okay, da hinten ist er. Ich hatte erst gedacht, nämlich hinter ihm ist einer. Habe ich jetzt auch gerade beim Kommentieren wieder gedacht. Mir auch, er war sich felsenfest sicher, dass der Gegner da hinten ist. Und jetzt hat auf einmal Timo die bessere Position. Aber ihr seht gleich, mit welchem Struggle dieser letzte Endkampf jetzt hier verbunden ist. Weil das war alles andere als leicht, was wir uns hier gleich anschauen dürfen. Ihr seht schon, er baut sich hier richtig gut und jetzt sagt der Timo wahrscheinlich gleich, okay, scheiß drauf, jetzt geht's los. Fängt nämlich jetzt auch selber an zu bauen und jetzt ist der Moment, wo man weiß, okay, gleich ist es vorbei. Jetzt wird auf jeden Fall ein Bauduell starten. Aber der Gegner hat sich irgendwie, ich weiß nicht, der Gegner hat angefangen langsamer zu bauen, hat sich hier ziemlich, ja, in die Bredouille bringen lassen. Also theoretisch war die Zielsituation schon, wo man das Ding hätte zumachen müssen eigentlich. Und jetzt dieser Schuss, der tat weh und da dachten wir schon... Scheiße, das war's jetzt. Noch schnell 2 Minis getrunken und die Minis werden gleich noch richtig wichtig sein, Leute. Jetzt kommt hier zum finalen Push und ihr seht jetzt, wie das Ganze klappt. Timo macht es hier mit dem Piken Weltklasse, aber wird nochmal angeschossen. 40 Leben und oh Gott, mit 33 Leben und 8 Kills er, 9 Kills ich. Haben wir das Ding dann zum Glück geholt, Leute. Wenn es euch gut unterhalten konnte, würde ich mich natürlich freuen über einen Like. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.